Mein Name ist Gerhard Huber. Ich veranstalte zusammen mit meiner Frau, mit der André Kunst, mit dem Liquid Center, mit dem IWF, mit der Akademie Graz, heuer zum ersten Mal die Alltage Graz. Jetzt aber geht's ans Eingemachte. Was ist denn da los? Da ist ja alles voller Leid. Die kämen jetzt nichts aus. Die sollen da putzen, bitteschön. Na gut, weil ich schon da bin, stelle ich mich gleich vor. Mein Name ist Margarete Fisch. Viele kennen mich vielleicht als Fischgrete. Eigentlich bin ich ja die Reinigungskraft vom Ö3-Wecker, aber heute habe ich frei, gell? Mein Gott, schau brav zu der Filmen da. Mein Schau, dass die Mutti gut ausschaut in der Kamera, gell? Ich weiß nicht, der gnädige Herr hat noch keinen Sitzplatz, müssen wir schnell tun. Mein Schau, Prominenz. Ihnen kenne ich ja von Fernsehen, bitte. Mein Gott, Ihr Name. Ich habe mir das gemerkt mit einer Eselsbrücke, bitte. Ich weiß schon, weil wenn Sie rein tun, fuchteln Sie gern mit den Händen wie ein Hummel. Ich weiß schon, ein Oberhummel, auch ein Oberhummel ist da. Mei, der kriegt einen großen Applaus, bitte. Ja, ist das denn schön? Der Herr Siemens Booster ist da. Mei, schau. Da müssen wir schauen, dass wir die Mutti gut einfangen in der Kammer. Noch jemand ist da. Ich glaube, einer kenne ich auch. Ich glaube, Sie sind was ganz Berühmtes. Aber Ihren Namen habe ich mir auch gemerkt mit einer Eselsbrücken. Wartet einmal. Ah, drei Sachen. Der Hermann Mayer, der Hansl Hinterseher und irgendwas mit Schwarzenegger. Arnold, warten Sie einmal. Mayer, Hans, fast, sagen Sie es. Hansl Mayer. Brav, ist er, schau. Mei, das freut mich. Der kriegt einen Applaus, bitte. Ist das schön? Alltage. Woher wollen Sie wissen, wie mein Alltag ausschaut? Ja, Mobbing ist angesagt alle Tage. Mein Gott. Sie, wie sagt man eigentlich zu einer Beruf irgendwas mit Astro? Astrophysiker. Ah, Sie, ich kenne auch Astrologin. Denn da war ja mal, kennen Sie die Gerda Rogers? Ja, natürlich. Ich habe sogar eine Fernsehdiskussion mit ihr gehabt. Dann werden Sie sie gleich wieder noch einmal sehen, bitte. Das ist nämlich nicht mir. Ja, ich begrüße Sie ganz besonders, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Gerhard Rogers freut sich, weil Sie wissen ja, was wir mit den Sternen zu tun haben. Dankeschön, Sie kennen mich. Und wissen Sie, wer hat gesagt, ich muss Weltall mit den Sternen hören, wissen, dass die Skorpione jetzt regieren, bitte. Und wir haben heute auch den Mond, den Skorpion. Wir sind noch in der Neumondphase. Wir müssen viel essen, da nehmen wir uns nicht zu. Wir haben also sozusagen eine Konjunktion zwischen Sonne und Mond. Aber das wissen Sie doch alles. Ja, natürlich. Das ist ein charmanter Wassermann, Sie gefallen mir. Das ist gut. Hätte ich schon gesehen, ich kann nur Wassermann. Stimmt's? Stimmt, ja. Ich hätte gedacht, Sie, der redet auch so viel. Aber ich bin noch nicht so weit zum Reden. Deswegen schalten wir jetzt ein bisschen seriöser um und wir schalten jetzt ins Sendestudio zum ORF. Wollen Sie mich einfangen in der Kamera? Das ist schön. Zu Ihnen Turnschuh. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders heute. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, wie das halt bei uns ist im ORF. Im Returnherr begrüßt Sie vor dem Mikroskop und wir werden heute ein bisschen wissenschaftlicher. Ich darf Sie heute durch eine Reise durch Raum und Zeit mitten im Zentrum begrüßen, denn das Weltall steht heute im Zentrum. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und bevor wir uns jetzt vom letzten Zuseher via Dreisat verabschieden, darf ich jetzt noch Ihren Reiseleiter bekannt machen mit einem großen Applaus an Herrn Gerhard Huber. Guten Abend. Ja, meine Damen und Herren, Grete Fisch,